Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Undying. So, jetzt holen wir uns erstmal unser tägliches Symptom ab. Minus 60% auf Angriffsschaden von Inlinge, das können wir gar nicht gebrauchen. Der Verzehr von verdommener Nahrung und das Trinken von schmutzigem Wasser wirkt sich plus 100% negativ auf Inlinge aus. Ja, das ist ja super. Er erhält jedes Mal minus 9% Schaden, wenn sie im Stealth-Modus Schaden nimmt. Nennt sich jedes Mal minus 20, wenn ihre Nahrung 0 erreicht. Maximale Nahrung wird nicht unter 20 liegen. Dann nehmen wir sonst das. Nehmen wir das. Ja, wir haben keine andere Möglichkeit. Komm, lass uns mal den Baseballschläger auseinandernehmen. Dann machen wir uns einen neuen Baseballschläger. Und dann müssen wir ja noch den dicken Zombie noch wegkloppen. Beziehungsweise erschießen nachher. So, das müssen wir mal auseinandernehmen. Da das Holz rein. Angel nehmen wir mit. Dietrich haben wir dabei. Flaschen notfalls zum Auffüllen. So, und wir brauchen Baseballschläger 9. Und ich glaube, 12 Schuss hatten wir noch, ne? Ja, 12 Schuss hatten wir noch. Ich glaube, 5, 6 Schuss brauchen wir alleine schon für den großen Zombie da. Das ist nicht so schön. Ja, wir müssen weiter zum Park. Zum Park. Brauchen eine Crowbar. Das ist, wir brauchen Metall. Oh, Pilze. Die Kräuter nehmen wir natürlich auch gleich wieder mit. Mom, your voice sounds funny. You should have some water. Ich hätte gedacht, es ist so schwer, sauberes Wasser zu kommen. Wasser ist kostbar, also kann ich kein Recht darauf haben. Wir müssen so viel wie möglich davon aufbewahren. Ja, ich soll was trinken. Oh ja, wir sind auf Doppel-Null. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Ja, okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Nimmt so langsam wieder Form an, die mir nicht gefallen. Warte mal, wir können hier mal probieren, ob wir hier vielleicht was Gutes kriegen. Was kriegen wir? Ein Stück Holz, oder was war das? Ein Stück Holz. Danke für nix, Cody. So, Cody. Noch mehr Holz. Aber brauchen wir dafür jedes Mal? Nee, warte mal, Verwendung Fisch anzulocken. Köder. Verlieren wir, kann es sein, dass wir vielleicht erst dann einen Köder verlieren, wenn wir einen Fisch auch geangelt haben? Och, Holz. Warte mal, können wir das irgendwie tropfen? Nee. Oder können wir es kombinieren? Tropfen. Nee, merkwürdig. Einmal Pistolette bitte ausrüsten. Quick. Alalalala. Cody, komm! Cody, lauf! Cody, komm, Cody, komm. Ja, toll. Pistolette ist kaputt. Scheiße. Hier, kannst du uns mal eben helfen? Mach mal den Decken bitte gerade weg. Wenn du so nett bist. Boah, Alter, der haut ja richtig rein. Ja, nee, das bringt nix. Ah, ist das mies, ey. Ja, das ist kacke. Dann lassen doch alle nur Holz fallen, weißt du?
Ja, war klar. Deswegen habe ich mich gar nicht mehr gerührt. Ach, Mann. Ey, das nervt gerade. Mensch, ohne Scheiße. Okay, gehen wir nochmal hier kurz hin. Kacke ist das. Wir brauchen was Metall. Ja, komm, dann gehen wir woanders hin. John's Farm. Supermarkt. Können wir nochmal gucken? Ich versuche nochmal beim Supermarkt. Ach, Mensch, ey. Es gibt immer so einen gewissen Punkt bei dem Spiel hier, wo man immer noch so ein bisschen durchhängt. Nicht zu knapp. Nein! Habe ich das noch nicht ausgerüstet, ich Trottel? So, Ruhe jetzt im Puff. So, Metall kriegen wir raus. Was denn nun? Ah, sounds funny. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. It's okay. Okay, wir müssen echt sehen, dass wir an Essen kommen. Essen, trinken, alles wichtig. Wer hätte es gedacht? Stoffstreifen kann ich gebrauchen. Kann ich schon gebrauchen, aber nicht jetzt so hier. Teile. Benzin nehmen wir natürlich auch gerne mit. Oh, wieder so ein dicker Zombie, ne? Nehmen wir echt auf den Pinsel. Komm, 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 Cody, komm, 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 Cody! Mann! Ah, komm, Cody! Ah! Ah, das sind alles Zombies, die man nicht so eben wegmacht. Das ist das Problem. Essen wird tierisch unser Problem werden. Und der Baseballschläger ist auch gleich im Moos. Wir kriegen aber auch nichts Gescheites, ne? Nichts Gescheites, wo man sagen würde, hey, geil. Ah. Oder das hier mal irgendwo, hier stand ja nur was von Supermarkt. Ich denke mal, das wird das so ein ganz weit unten sein, dass wir da möglichst eben nicht so eben rankommen. Versuch mal hier unten vielleicht mal längs zu latschen. Vielleicht können wir die ein bisschen umlaufen. Stand noch nämlich was von Supermarkt. Das muss doch hier irgendwo sein. Supermarkt ist es nicht gerade wirklich hier. Die Zombies sind aber wirklich unnachlässig hier. Ah.
Ach, und wieder verreckt. Oh Mann. Ach, es ist wieder so ein Punkt bei dem Spiel. Oh Mann. Ach, ist doch zum Kotzen, ey. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Wir haben nirgendwo so einen richtigen Punkt, wo wir richtig schön angreifen können. Ach, komm, sieh zurück. Lass doch zum Mäuse melken. Fuck. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. Ist das jetzt schon wieder das zweite Ende? Guck mal, wir haben nix. Komm, lass uns nochmal zum Park. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwo einen Fisch oder sowas. Wir haben ja eben einen Köder da. Ich weiß aber nicht, ob uns das jetzt hier was bringt. Was ist denn nun? Ja, ich weiß, dass ich was trinken muss. Ja, dann trinken wir was. Komm, dann gehen wir rein. Ist ja auch nicht so, dass wir keine Zeit haben oder so. So, komm. Nehmen wir mal alles an Wasser mit hier. So, das drücken wir uns mal rein. Am besten gleich zwei. So, da sind wir auf 80. Dann kriegt Cody noch ein bisschen was. Und jetzt drücken wir uns mal die Pilze rein. Was sollen wir machen? Ja, aber nix. So, und uns gönnen wir uns auch mal einen Pilz. Mal gucken, was ein Pilz bringt. Plus 4, ey. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Komm, Cody, wir müssen weiter. Wir müssen nochmal zum Nationalpark und mal schauen, dass wir da vielleicht irgendwas geangelt kriegen. Ah. Sieht echt nicht gut aus. Wahrscheinlich spiele ich natürlich auch wieder doof, aber ich komme hier nicht so richtig auf den grünen Zweig. Können wir noch mal fischen? Oh, tatsächlich ein Fisch. Diesmal haben wir tatsächlich einen Fisch gefangen. Bin begeistert. Haben wir jetzt einen Köder weniger? Nee, auch nicht. Ich dachte, wir verlieren immer noch einen Köder oder so. Alles Mögliche. Ja, vorsichtig. Ich weiß aber nicht, ob man den Köder nochmal direkt auswählen kann. Na, jetzt haben wir wieder einen Fisch. Sehr gut. Da liegt natürlich auch noch genug Zeugs da, ne? Ja, gehen wir vielleicht auf den Rückweg nochmal rein. Also erstmal hier rüber. Nur ein bisschen angeln. Wasser gießen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie wir das... Können wir hier nicht noch ein bisschen Wasser aus dem Fluss nehmen oder so? Geht offensichtlich nicht. Damit können wir höchstens verhindern, dass die Hasen vielleicht nicht wieder zurücklaufen. Allerhöchstens. Also hier können wir auf jeden Fall Hasen
organisieren. Also hier kriegen wir Essen her, aber dafür müssen wir sie erstmal fangen. Zwei Fische, die können wir mal schnell braten. Weiter nehmen wir natürlich auch noch fix mit. Braten noch mal schnell. Oder war das hier? Wir können was mit den Pilzen machen. Fischsuppe. Ach so, Pilzsuppe. Sauberes Wasser. Dafür brauchen wir noch mal sauberes Wasser. Okay. Feuerstelle, da könnten wir noch mal Fleisch braten. Zweimal. Dann müssen wir noch mal zusehen, dass wir dann immer mal bei den Pilzen, dass wir immer mal hier vorbeischauen und Pilzsuppe machen. Brauchen wir dann nur einmal Wasser für. So, die drücken uns jetzt erstmal rein. Einmal für mich. Und einmal für Cody. Damit es dem auch ein bisschen besser geht. Das ist alles nicht so. Kriegen wir jetzt mal Wasser her? Wir können höchstens mal gucken. Vielleicht. Das ist schon 22 Uhr, das können wir knicken. Ah. Ist nicht wirklich. Nicht wirklich glorreich, was ich hier abliefere, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was willst du machen? Irgendwie so ganz passt das hier noch nicht ganz, was ich mir so vorstelle. Lassen wir mal. Haben wir noch Pilze im Kühlschrank? Natürlich nicht. Packen wir das erstmal da rein. Gucken wir gleich mal, ob wir hier noch irgendwo Wasser haben. Wenn wir den Kram reparieren, das wäre auch nochmal super. Aber ich glaube, dafür haben wir nicht die Materialien. Brauchen wir wieder die Werkzeugteile für. Das können wir auch wieder nur aufwerten, indem wir da nochmal 5 von den Dingern reinbuddern für Level 4. An dem Moment, wir könnten die ja theoretisch herstellen. Ja, dafür bräuchten wir nur Metall dann eben. Mal eben 5 Metallplatten. Kohle hätten wir da, aber kein Metall. Ja, das ist nämlich das immer. Ach, das ist schwierig. Ja gut, wir gucken nochmal, ob wir irgendwo vielleicht noch Wasser haben. So ein bisschen was. Achso, ich dachte, er zeigt mir Wasser an, dass es so geht. Und wir gucken hier draußen auch nochmal, wie es aussieht mit der Regentonne. Ich glaube, die könnten wir auch, glaube ich, aufwerten, oder? Ich glaube, ja, wir haben alles dafür da, meine ich doch. Da können wir uns hier gleich noch Wasser gönnen. Oha, es wird knapp. Ja, sehr gut. Ist er gut. Komm. Wir gucken uns das nächsten Tag gleich nochmal mit den Hasen mal ganz fix an. Ob wir, wenn wir da Wasser reinkippen, ob wir dann einfach nur die Hasen. Na, müssen wir mal gucken. Wir gucken uns das einfach mal an. Das bringt jetzt nicht viel darüber zu diskutieren. Ärgert mich aber trotzdem. So. Die vernagelten Fenster haben die Zombies in der Nacht aufgehalten, aber jetzt müssen sie repariert werden. Tag 20, 8 Uhr. So. Endling kann keine Feuerwaffen und einhändigen Waffen benutzen. Das finde ich gar nicht gut. Kann nicht freischalten und sammeln. Ist nicht in der Lage, die Werkzeuge, Reparatur und Nahrungsbank zu nutzen. Ja, das ist ja nun richtig geil.36 Stunden, kann keine Feuerwaffen, einhändigen Waffen nutzen. Ja, dann kann ich mich gleich erschießen. Dann nehmen wir das hier. Das ist die einzige Option, die wir haben. Alles andere ist Selbstmord. Those zombies tried to get through the window last night. Good thing the windows were boarded up. But now they are heavily damaged. We are going to have to repair the windows if we want to make sure we get a good night's sleep. Ja, wir müssen entsprechend reparieren. Ich werde hier nochmal speichern, aber einen anderen Speicherstand nehmen. Ich nehme mal den. Sonst mal einen anderen Speicherstand nutzen können. Mein Gott.
Ja, es ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes hier, ne? Oh, nochmal Wasser. Wasser. Und dann können wir das mal ausprobieren mit dem Wasser und den Hasen. Ob die dann vielleicht einfach nur nicht in den Bau zurückkehren. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Ach, geht ja wieder nicht. Aber das können wir Cody machen lassen. Sehr schön. So, dann kochen wir gleich noch ein bisschen Wasser ab. Was stand da bei dem einen Symptom? Ja, plus 1% kriegst du an Gesundheit wieder, wenn du über 90% essen bist. Ja, natürlich, klar. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Oh, okay, pass mal auf. Nehmen wir mal bis auf 2, kochen wir mal alles ab. Kann auch noch Cody mal machen. Dann kriegt er, glaube ich, auch 2 Punkte, ne? Ja, 2 XP. Wenn er selber macht, kriegt er 2 XP. Sehr gut. Gut, halten. Können wir reparieren. Nee, ich wollte sie abbauen. Zerbrochen? Ah, nee, wir müssen es neu machen. Halten bis aufreißen. Okay. Herr Cody, nicht hinsetzen. Machen, arbeiten hier. Ah, nee, na, wir brauchen wieder noch ein paar von den Teilen. Ja, das ist doch zum Mäusemelken. Das ist doch zum Kotzen, ist das doch. Hier auch. Ah. Metall brauchen wir vor allem auch. Wo brauchen wir eigentlich das ganze Metall her? Können wir da Frostteile machen? Hoffe ich doch. Ne, brauchen wir Metallplatten für. Holzkohle. Wie viele Metallplatten können wir machen? Aus Schnipseln? Ja, aber wir brauchen wieder eine Crowbar. Brauchen wir auch wieder, ne? Ah, wir brauchen alles, ey. Was machen wir? Machen wir erst die Crowbar? Crowbar wäre nicht so ganz unwichtig. Das ist alles nicht so unwichtig. Ja, wir müssen aber das Eigenheim müssen wir machen. Nee, das ist uns alles nichts. Das kannst du knicken. Durch meine Antwort fühlte sich Cody verloren. Bitte was? Ich hab doch gar nichts gesagt. Sehr schön. So. Machen wir die. Können wir 5 Stück von machen. Cody kann helfen. Ah, sehr gut. Wahrscheinlich doppelt so schnell fertig insgesamt. Okay. Davon können wir welche. Wie viele craften? 3 Stück. Wir brauchen 2. 2 brauchen wir. Sehr schön. Achso, und wir brauchen. Lass mich mal kurz vorbei, Cody. Davon brauchen wir irgendwie 3 Stück. Ich mach mal 3 Stück. Huch, was war das denn gerade? Hä? Hab ich gerade abgebrochen? Was sollte das denn gerade? 1, 2, 3. Abbrechen, ja, habe ich aus Versehen gedrückt. Ja, gut. Aber ich kann trotzdem dann nur ein Fenster reparieren. Das ist ein bisschen mau. Wie viel brauchte ich? Brauchte ich 2 Bretter pro? 1 zum Glück. Nee. Doch, 1 brauche ich nur. 4, 2. Ich mach mal das mal heiler. Und Cody das machen? Nee, natürlich nicht. So, einmal. Machen wir das noch. Schon wieder 14 Uhr. Wir kommen zu nichts hier. So, und dafür fehlen uns immer noch 2 von den Teilen. Das heißt, uns fehlt da wieder Metall. Oh, ey, das ist doch Wahnsinn, ist das doch. Gut, gucken, gehen wir noch einmal kurz los und schauen mal, wie das ist mit den Hasen. Das lassen wir hier.
Das lassen wir hier. Das lassen wir auch hier. Das gehört zwar nicht rein, aber sei es drum. Ach, wir haben zwei Baseballschläger mit. Naja, gut, dann haben wir eben halt zwei mit. Dann wird die Folge heute mal ein bisschen länger auch. Und nochmal Nationalpark. So, probieren wir das mal mit den Hasen auf der anderen Seite. Außerdem müssen wir... Achso, ich kann wieder nicht. Wir können uns aber eine Suppe kochen. Hier können wir uns eine Suppe kochen. Fleischsuppe, Pilzsuppe. Ach, wir haben eine Pilzsuppe. Oh. Lass uns mal gucken. Cody gießen. So. Mal gucken, was passiert. Cody gießt das da jetzt rein. Was passiert da jetzt? Und jetzt? Es passiert mal gar nichts. Ja, nee, es passiert gar nichts. Ah, es ist ein Elend. Kaninchenbau. Cody Wasser gießen. Ja. Ja, hier müssten wir eigentlich die Fallen aufstellen, wenn wir denn welche hätten. Haben wir aber nicht. So, pass mal auf. Wir machen das noch folgendermaßen. Nein! Ja, jetzt kommt er natürlich raus. Wo läuft er jetzt rum? Können wir uns vielleicht ein bisschen... Nee, er geht wieder rein. Nee, wird nix. Ah. Nein! Ausrüsten. Na, jetzt kommen sie natürlich alle an, ne? Ah, das kannst du so knicken. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Ich glaube, ich werde auch hier mal den letzten Spielstand wieder nehmen. Mein Gott, hat Leo wieder Fussel auf der Zunge hier. Ach Mann, ey, Elend. Ich glaube, mit dem letzten Spielstand werde ich, glaube ich, mal anfangen. Das wird hier sonst nichts. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier an der Stelle, wo sie gerade durchdreht, mal einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich muss mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Es kann aber auch sein, dass wir dann auch hier in der zweiten Runde leider aufgeben müssen. Das müssen wir mal sehen. Es sieht momentan echt nicht gut aus. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Andai. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.